Liebe, wir wollen euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Das Jugendfeldzeug ist und dahinter ist die Messe. Also wo vorher, ist ne? Also da ist die Messe. Wo ist dein Herz? Ist dein Herz auch dein Schatz? Ja, nee, nicht unsere, sondern vor ist dein Schatz auf dein Herz? Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Herz? Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Gemeinde, Geld regiert die Welt. Das könnte die Lehre aus den Entwicklungen der letzten Jahre sein, aus dem Geist des Stallgeschrei und der rastlosen Jagd nach dem schnellen Euro. Das klingt wie die Bilanz der weltweiten Finanzkrise, der spekulativen Wette, die einige wenige Superreiche machten, aber Millionen Menschen des globalen Südens Not und Elend gebracht haben. Das ist die bittere Erkenntnis, nachdem die Staaten sich in nie gekannter Weise verschuldeten, um die Finanzindustrie und ihre Renditeziele zu retten. Geld regiert die Welt. So ist die Lage, in der wir den Rat hören, den Jesus den Seinen gegeben hat. Häuft nicht auf der Erde Schätze für euch an. Das hört sich an nach einem ganz anderen Umgang mit dem Geld, nach einer alternativen Weltfinanzordnung. Das ist die Aufforderung zur Umkehr, zur 180-Grad-Wende. Jesus stellt sie nicht einfach in den Raum. Er begründet sie. Die Schätze, die man mit Geld kaufen kann, sind vergänglich. Motten und Rost vernichten sie. Einbruch und Diebstahl gefährden den Besitz. Das bewirken auch die Schwankungen der Kapitalmärkte. Wie gewonnen, so zerräumt. Und im Nachhinein erkennt man, wie die Gier, die Maß und Ziel und die Mitmenschen vergessen lässt, sich am Ende selbst verschiebt. Ja, es ist in unseren modernen Zeiten nicht anders, als es in der Welt Jesu war. Reichtum ist etwas Faszinierendes. Kaum ein anderer Instinkt ist so stark wie der Wunsch zu besitzen. Besitz und Vermögen haben etwas Verführerisches an sich.
Es umgibt sie ein Versprechen von Sicherheit, von Einfluss auf den Gang der Dinge, von Erfolg, Macht. Es ist schwer, sich dem zu widersetzen. Und wahrscheinlich ist es so, dass nur ganz wenige Menschen ganz frei sind von der Verführung, die darin liegt. Ich bin es nicht. Für die allermeisten hat das Geld eine große Bedeutung. Und sie sind damit beschäftigt, irdische Schätze zu erwerben und sicher zu verwahren. Jesus erinnert uns daran, dass am Ende alles, was wir auf Erden erwerben können, doch vergängt ist. Die Gefahr des Verlustes in sich trägt, nur den trügerischen Schein von Sicherheit gibt und gefährlich werden kann für das Zusammenleben der Menschen. Ob Geld glücklich macht oder es wenigstens leichter macht, das Glück zu finden, wie viele hoffen. Aber immer wieder begegnet man Menschen, die wenig oder nichts besitzen und doch zufrieden und in Freuden leben. Und umgekehrt ist gar nicht selten zu beobachten, dass der Besitz anleitet zum Unglücklichsein. Es kann so kommen, dass er uns besitzt. Denn er kann die unangenehme Eigenschaft entwickeln, einen Menschen ganz und gar mit allem in Beschlag zu nehmen. Er kann eine versteckte Macht entfalten, das Denken zu beherrschen. Dann rückt das Habenwollen in den Mittelpunkt. Darüber wird das Herz eng und hart. Es kommt zu Konflikten, die Liebe wird gefährdet, Trennungen drohen, die Armen werden ärmer, Streit zerstört die Gemeinschaft. Das Menschenleben ist immer bedroht von Gefahren, in denen man sich verlieren kann. Und nicht die kleinste ist die Faszination der Besitzung. Und darum stellt Jesus sich gegen die Dominanz des Geldes. Und wir hören seine Aufforderung, uns keine Illusionen über die irdischen Schätze zu machen. Immer wieder lesen wir in den Evangelien, wie überaus kritisch er gegenüber dem Geld eingestellt ist. Es kommt nur ein einziges Mal vor, dass ein Mensch mit gespannter Erwartung zu Jesus kommt und enttäuscht ratlos geht. Der reiche Jüngling hatte gefragt, wie er leben soll, um das Leben zu gewinnen, das sich unterscheidet. Ein Leben in der Wahrheit, die Bestand hat. Aber dafür war sein Herz nicht frei. Es hing an seinem Besitz. Und darum verließ er Jesus trauernd, denn er war gefangen von den vielen Gütern, die er besaß. In Wirklichkeit besaßen sie ihn. Nein, Geld macht nicht glücklich, sondern lenkt ab von dem, was im Leben wirklich zählt. Jesu Rat ist, häuft vielmehr im Himmel Schätze für euch an. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Liebe Gemeinde, diese Worte stehen in der Mitte der Bergpredigt. Und das ist kein Zufall. Gerade hat es noch geheißen, selig sind die reinen Herzen sind. Und jetzt wird erklärt, was damit gemeint ist, wie man zu Jesus, zu Gott findet. Es geht um eine Entscheidung, die für jeden Menschen von zentraler Bedeutung ist. Es geht um mich, um mein Leben. Und Jesus lädt uns ein, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das heißt, Schätze sollen wir bei seinem Vater sammeln. Man muss sich entscheiden, das eine oder das andere bedenken, sagt Jesus. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mein Herz, da denken wir zuerst an unsere Gefühle. Aber für Jesus ist das Herz der Kern der Person, der Ort, an dem die Entscheidungen getroffen werden. Im Herzen
wirken Gefühl und Verstand zusammen. Hier verdichtet sich, was uns zu der Person macht, die wir sind. Das Herz leitet uns zur Erkenntnis der Wahrheit, die uns gut tut. Es gibt dem Willen seine Richtung. Im Herzen entscheidet sich unser Verhältnis zu Gott. Dessen Herz rein ist, wer auf Gott vertraut und auf die Schätze, die nur er geben kann, der wird selig sein. Diese Schätze haben Bestand. Sie schenken einen unvergänglichen, beständigen Reichtum, der in allen Krisen hält und trägt. Darum sammelt euch Schätze im Himmel. Wer Jesus glaubt, wer auf ihn vertraut, der wird frei von der zwanghaften Bindung an Geld, Besitz, Erfolg, an all die Illusionen von Sicherheit. Der beschreitet den Weg zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, lässt die Abhängigkeiten hinter sich, in die uns die Jagd nach den irdischen Gütern stürzt. Es ist der Glaube an Christus, der mir Zugang gibt zu dem Schatz, den ich mir nicht verdienen kann, sondern nur empfangen. Das ist der Frieden mit Gott, die Versöhnung von Gott und Mensch. Sie hat Bestand, ist nicht gefährdet durch die Vergänglichkeit des Lebens. Einbruch, Diebstahl, das Auf und Ab an den Börsen können wir nichts anhaben. Auf die Barmherzigkeit Gottes ist verlassen. Das ist keine blasse Theorie. Wer begonnen hat, Schätze im Himmel zu sammeln, der wird entdecken, dass im Herzen eine Veränderung eintritt. Eine Veränderung, die frei macht. Sie macht unser Leben heil. Sie hilft gegen die Enge, die aus der Furcht kommt, das Erworbene zu verlieren oder nicht genug zu besitzen, um in Gefahren bestehen zu können. Sie schenkt ein getröstetes Herz angesichts der Ängste, die das Leben an den Menschen stürzen kann. Sie führt zur Erkenntnis der Wahrheit, auf die in einer verwirrenden Welt Verlass ist. Sie stärkt die Hoffnung gegen allen Augenschein. Trachten wir nach den Schätzen im Himmel, so finden wir zu Gott. Er macht uns frei, einander im Geist der Liebe zu begegnen. Und dann wird es anders. Dann stehen wir unserem Nächsten bei, treten an die Seite der Armen und leisten unseren Beitrag, dass Gottes Reich wächst und diese Welt verändert wird. Das andere Leben wird möglich, wenn wir nur den Blick auf das Reich Gottes richten, das kommen wird und jetzt schon hier mitten unter uns wächst. Jeder Mensch kann Anteil daran bekommen, denn in das Herz wird die Botschaft vom Himmelreich gesät. Das ist ein Gegenmodell, das Jesus uns vorstellt, die Vision eines Lebens in Freiheit. Liebe Gemeinde, die Losung dieses Kirchentags ist aktuell in diesen Zeiten. Sie setzt Gott ins Recht. Nein, nicht Geld regiert die Welt. Uns nicht. So denken wir nicht. So leben wir nicht. Denn wir sind freie Christenmenschen. Wir vertrauen auf Gott, den Barmherzigen, den Schöpfer und Bewahrer allen Lebens. Vater Jesu Christi. Er schenkt den Christinnen und Christen ihre Freiheit. Und darum entscheide dich. Verfehle nicht das Ziel. Bedenke, da wird auch dein Herz sein.
Gott die Ehre, indem wir uns gemeinsam zu ihm bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Menschen, hinabgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Da wird auch dein Herz sein. Nicht mehr lange, und wir machen uns auf zu einem bunten Abend der Begegnung. Besinnen wir uns noch einmal auf unsere Schätze. Auf die Schätze von jedem und jeder von uns. Dazu formen unsere Hände ein Herz. Was